So, meine lieben Freunde, ich habe mir etwas bestellt, und zwar vor einiger Zeit. Hier könnt ihr es sehen, Donnerhaus, Freude, schöner Götterfunken. Das ist ein, ja, Kickstarter ist nicht ganz richtig, Crowdfunding auch nicht, eine Vorbestellaktion gewesen, und zwar vom Donnerhaus Verlag, meinen guten Freunden, die ihr vielleicht vom Wintersturm-Team kennt. Und das ist jetzt angekommen. Das ist eine pickepackevolle Box. Ich habe tatsächlich noch. Ja, ich habe schon die ein oder andere Rollenspielbox mal bestellt. Und das ist also so dick, habe ich es auch noch nicht gesehen. Ich könnte das jetzt hier auch abmachen. Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Cuttermesser. Ich mache das nachher nochmal und dann. Ich öffne das jetzt gemeinsam mit euch. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was alles drin ist. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Freude, schöner Götterfunken, viel Spaß beim Spielen, Donnerhaus EU. Genau, das ist die Homepage. Ich gucke gerade mal, bin ich hier zu sehen? Nein, das sind die ganzen Helden. Das ist das Rollenspielsystem. Icarus Adventure System. Alles klimaneutral gedruckt. Inhalte der Box, erste Schritte, Inhaltsübersicht. Also das heißt, das ist gerade wenn ihr neu seid in dem ganzen Bereich und nicht wisst, was ist das überhaupt, was mich da erwartet an den ganzen Sachen, dann könnt ihr euch da nochmal angucken. Storyleitfaden, Spielerfibel, Kompendium, Historienalmanach. Da haben sie im Vorfeld mit einer Universität in, ich glaube, Österreich zusammengearbeitet und mit einer Dozentin dort, die hat denen dann bei den Recherchen teilweise auch geholfen oder Ideen gegeben. Könnt ihr euch dann später nochmal ganz in Ruhe angucken, wenn ihr das Ding öffnet. Genau. Wir haben auch noch ein paar zusätzliche Sachen bekommen. Ich muss gerade mal schauen. So, wir gestalten Welten. Achso, ja, Deutsch, Englisch. Imagination will often carry us to worlds that never were. But without it, we go nowhere. Janosaras Kartentasche, die habe ich hier auch rumfliegen. Eine richtig große Box. Kann ich irgendwie beim nächsten Mal zeigen, wenn ihr da Lust habt. Ich habe jetzt zumindest so ein Kamerastativ, so ein schönes. Und wenn ihr Bock habt auf mehr solcher Videos, dann können wir das gerne mal machen. Das dürften die Rollenspielbögen sein, genau. Das heißt, hier haben wir unsere Porträts, hier haben wir Namen und die Werte. Wo kommt der her? Konstantin Happel ist ein Meldeläufer, kommt aus Kärnten und ist römisch-katholisch. Hier sind seine einzelnen Werte, wie zum Icarus-System selbst könnte man noch eine ganze Menge sagen. Werde ich an dieser Stelle nicht tun, weil es nur ein Unboxing ist. Und dann so ein bisschen der Hintergrund von Konstantin Happel. Das sind ja Charaktere, die gespielt worden sind im Livestream. Bei den Freuds. Falls euch das nicht sagt, werde ich das nochmal verlinken. Das sind eine ganze Menge an Charakteren, die, wie gesagt, entweder gespielt worden sind oder aber dann spielbar für die Box gemacht worden sind. Helmut Geschwanter, Soldat und Schauspielerin. Ja, genau, also männlich, weiblich, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr dann einfach ja, daraus einen Mann oder eine Frau macht. Die Werte bleiben dann identisch. Da kann man sich dann noch angucken, was man am liebsten isst oder was man am liebsten trinkt. Dann bekommt man Boni dazu. Sollte es denn einen Tee oder Kaffee oder sowas geben, das stockt dann die Moral wieder auf. Hier zum Beispiel, da könnt ihr auch erkennen, Aschkenazi-Jude, genau. Benjamin Chaimowitz. Genau, da habt ihr eine ganze Menge an verschiedenen Leuten. Diese schöne Gestalt könntet ihr eventuell kennen. Das ist der Lüffloyd. Gennaro Gorlami, Feldkoch aus Tirol. Ja, was ist das hier für eine schöne Gestalt? Der Mistkäfer. Das sollte ich am besten gar nicht spoilern. Aber ja, da sind ein paar schöne Charaktere dabei mit Werten. Das hört hier gar nicht auf. Ihr seht, ich habe noch gar nicht richtig angefangen auszupacken. Das ist ein NPC gewesen. Guck mal hier. Das ist jetzt die Nonne mit dem Hund. Hier haben wir auch eine farbige Person mit dabei. Ja, einen russischen Panzerwagen. Und auch hier irgendwelche sicherlich bösen Charaktere. Wir wollen uns das gar nicht weiter angucken. Aber hier zuckt russischer Infanterietrupp. Dieses Gesicht könntet ihr eventuell kennen. Falls nicht, ist auch nicht schlimm. Das sind dann die ganzen Werte. Wenn ihr Spielleiter seid, dann habt ihr diese kleinen Karten immer griffbereit hinter eurem ja, Schirm. Den könnt ihr es auch gerne mal angucken.
Und dann wisst ihr, ja, bereitet ihr euch eure Rollenspielrunde eben vor und habt dann direkt beim Fliegerangriff die ganzen Regeln hier drauf. Und wenn ihr fertig seid damit, dann könnt ihr die Karte weglegen oder ihr entscheidet euch, dass ein Panzerwagen angreift, dann dreht ihr die Karte einmal um. Ihr könnt hier dann noch Inventarkarten auf dem Esel abladen. Mit eines der besten Sachen, wie ich finde, dass es Inventarkarten gibt. Dafür ist natürlich auch Thorsten, ich sag mal, berühmt. Das hat ja dann mit seinen Janosaras Kartentaschen angefangen, dass er dann die Karten gebaut hat. Das ist auch schönes Papier. Also höherwertig. Da könnt ihr dann euch entscheiden, wie und wo ihr spielt. Guck mal hier, auch so ein schönes Ding. Das kann man sich direkt eigentlich auch in sein Rollenspielzimmer hängen, wenn man das dann nicht bräuchte. Hier nochmal so eine schöne Beschriftung von der Burg auf Russisch. Ich könnte euch das jetzt vorlesen. Aber ihr werdet das ja sowieso nicht verstehen. Verschini. Richtig. Uroven. Uroven. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Muss immer hier. Verschni. Uroven. Ja. Und wenn mein Russisch nicht so gut ist, dann liegt es daran, dass ich es A gerade lerne und B, dass die Schrift schlecht ist. Genau, also es sind hier eine ganze Menge an Karten, es sind hier eine ganze Menge auch an diesen schönen. Ich liebe diese Karten, ne? Ganz im Ernst. Sowohl dann einmal hier zerstört mit Kratern, da kann man dann noch sehen, hier mit einem roten Kreuz drauf, damit die Flieger das dann eben nicht wegbomben. Das würde ein Kriegsverbrechen sein. Hier sind dann noch so Minenfelder, eine Brücke, die zerstört ist. Da muss man sich dann überlegen, wie man da reinkommt. Ich liebe diese Karten. Hier ist das gleiche nochmal in Größe. Oder hat sich da was verändert? Ist da Artillerie? Ja, könnte sein, dass da ein paar Haubitzen dazugekommen sind. Hier auch noch mit so einer schönen Schiene, die noch funktioniert. Was man damit dann macht. Ja. Könnte man sich dann angucken. Ja, so eine Stimmungsbilder, die meine ich eben, ne? So Stimmungsbilder, wenn man die dann irgendwie aus seinem Tableau rauszaubert. Ihr merkt schon gerade, ne? Ich packe aus und packe aus und das wird nicht weniger. Ich finde das einfach genial. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was die Box kostet, weil ich die, wie gesagt, vor langer Zeit vorbestellt habe. Schaut einfach mal im Shop nach bei donnerhaus.eu. Ihr könnt damit eure eigenen Kampagnen spielen, ganz unabhängig davon, was Thorsten und Tobi vorbereitet haben. Also wenn ihr euch irgendwie an der Ostfront des Ersten Weltkriegs so ein bisschen austoben wolltet, dann könnt ihr das natürlich tun. Das steht dann auch alles in dem Historienalmanach drin, wie es da damals aussah. Oder ihr könnt natürlich den vorgegebenen Story-Ideen folgen, auch weitere Ausschmückungen. Ihr könnt das Prequel spielen, was es damals nicht im Stream gab. Oh, guckt euch diese Karten an. Wie gesagt, also die Karte, die Pappen, das ist wirklich hochwertig. Hier sind, ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil ich euch dann Spoiler vielleicht oder weil ihr dann rumschreit. Hier ist echt viel drin. Ich muss das gerade mal ein bisschen beiseite tun. So. Standsbögen mit Zuständen. Guckt euch mal an, wie dick das ist, dicke Pappe. Die können wir jetzt nach und nach rausbrechen. Ich glaube, das macht aber keinen Sinn, dass ich das jetzt in diesem Video mache. Ja, also da muss man wirklich schon gut drücken. Das werde ich dann gleich mal machen, wenn das Video zu Ende ist, damit ich dann diese Pappen dann auch aussortieren kann. Dann kann ich das alles zusammenstapeln. Die Box ist ja groß genug und bietet mir dann da genug Platz. So, hier 1, 2, 3, 4 Pappbögen, Stanzbögen. Schauen wir mal nach. Hier sind Rasten und Erholung. Das sind dann so ein bisschen die Regeln, wenn ihr sie braucht. Die könnt ihr dann jeder vor euch liegen haben. Dramapunkte, wie ich die benutzen kann. Medizinische Versorgung, wie man kocht. Also wenn ihr gerade die Regeln nicht wisst, ihr müsstet da nicht in diesen großen Büchern nachblättern, sondern ihr könnt dann direkt auf diese Karten gucken. Guckt euch kurz das Stichwort an, okay, Ausrüstungskarten, wie das überhaupt funktioniert. Oder wie Initiative und Hinterhalte funktionieren. Das könnt ihr euch dann kurz angucken und müsst ihr nicht ins große Buch gucken. So, das habe ich auf der Donnerhaus Convention oder der Wolpercon habe ich das schon gesehen. Da hatten sie schon ganz viele Karten mit dabei. Guckt euch mal an. Das sind ein paar Karten, die auch richtig dick sind.
Weiß nicht, ob man das sehen kann. Und da könnt ihr euch dann angucken, Nüsse, Verbrauchsgut, jedes dann natürlich mit einem Bild und dann eine Portion Lebensmittel, die müsst ihr euch dann auch abwerfen oder abstreichen, aus dem Inventar rausnehmen, Pilze, Pökelspeck, Zucker. Wie gesagt, denkt dann auch dran, dass ihr, wenn ihr da irgendwie Tee mögt oder Kaffee, wenn ihr es angekreuzt habt, dann bekommt ihr da Moral dazu. Gewehrmunition, auch natürlich abhängig davon, welche Munition ihr benutzt, ne? Also nicht jede Munition passt überall rein. Ja, also pickepacke voll. Ich versuche das gerade mal hier wieder reinzupacken. Ich hoffe, das funktioniert. Und die sind wie gesagt richtig dick. Also da müsst ihr auch keine Angst haben, dass da an Material gespart worden ist. Hier, ihr seht es, also es hört gar nicht auf. Es sind überall diese tollen schwarzes Sekret, diese tollen Inventarkarten. Müsst ihr, wie gesagt, darauf aufpassen, wenn ihr Esel dabei habt, dann könnt ihr natürlich mehr tragen. Blitzlichtpulver, Fotofilm zum Aufnehmen, Brennmaterial, wenn euch nachts kalt ist, Treibstoff, wenn ihr dann entweder was anzünden wollt oder wenn ihr irgendwie einen Panzer findet, den ihr dann wieder flott machen wollt. Was auch immer euch dazu einfällt, also ich sehe diese Inventarkarten, es sind viele, es sind wirklich viele. Ja, und das, was euch dazu einfällt, das könnt ihr dann bespielen. Entweder, wie gesagt, die Kampagne von Tobi und Thorsten oder ihr baut selbst welche. Das sind die Donnerhausewürfel. Die wurden auch eigens angefertigt. Wartet mal kurz. Hier ist die 1. Da, die 10. Die 10 mit dem Blitzsymbol vom Donnerhaus. Muss man aufpassen, nicht, dass ich hier irgendwie. Guck mal, hier sind sogar noch kleine Einleger mit netten, kleinen, süßen Texten. Guckt euch an, wie dick das hier alles ist. Oh, was ist das für ein merkwürdiges Symbol? Merkwürdiges Symbol. Wir werden es erfahren, und zwar im Storyleitfaden, im Historienalmanach. Ja, da, das bin ich. Ha, das bin ich. Ich bin in einer Box. Ich bin ein russischer Offizier. Das bin ich. Das bin ich nochmal. Achso, ja, Historienalmanach, genau, zweimal. Wahrscheinlich einmal für mich als Spielleiter, einmal für die Spieler, damit die dann auch ja, Spaß am Spieltisch haben und sich den Historienalmanach mal angucken, weil ja, Erster Weltkrieg 1914 bis 18 ist vielleicht an der Westfront bekannt. Ob das an der. Was habe ich eben gesagt? Ja, genau, an der Westfront bekannt. Aber ob die Ostfront dann auch bekannt ist, also dann in Richtung Ungarn, Tschechien raus, in Richtung Russland, ist natürlich noch was anderes. Spielerfibel. Ich blätter hier einfach nur mal kurz rein, ne? Aber es ist halt echt viel. So ein paar Regeln, die ihr als Spieler braucht. Ganz kurz erklärt, damit ihr dann auch, wisst ihr, guck mal, die beiden Rollparatten. Paar Regeln, die ihr braucht, ein Charakter im Kampf, wie ihr im Kampf kämpfen könnt, ne? Ihr müsst ja auch wissen, was ihr da vorhabt. Und Spezialregeln. Das Kompendium, das ist da drin, ich weiß es nicht. Das Icarus Adventure System. Danksagung, Testlese. Testgruppen, Patreons. Die Fliege, was auch immer das mit der Fliege auf sich hat. Hier auch noch mal so ein paar schöne Schweineschnauzen. Paar Snacks, die man dann essen kann. Das Spiel leiten. Genau, also da könnt ihr dann euch angucken, wie ihr, wenn ihr selber noch nie Spielleiter wart, wie ihr das alles verkörpert, ne? Wie ihr NPCs darstellt, wie ihr die verwaltet. Da sind dann so Tipps drin. Oder ihr hört euch dann einfach den Wintersturm an, das geht natürlich auch. Und der Story-Leitfaden. Junge, ist der dick. Ja, Aufbruch aus Kapfenberg, Zusammenspiel Baluchani, essentiell, Operation Strudel. Genau, das ist der Prolog. Den gibt es als Comic. Den Comic habe ich hier auch irgendwo stehen in meinem Regal. Wenn ihr wollt, dass ich den Comic einmal durchblättere, dann können wir das auch mal machen. Das war ein Prolog aus dem Stream, der wurde dann mit Bildern, ja. Mit Bildern verfeinert, richtig schön, was sie sich da in Mühe gegeben haben. Ich blätter hier gar nicht weiter rein, aber hier sind dann verschiedene Akte drin, mit vielen, vielen Tipps zum Darstellen, mit, ja, guck mal hier, mit was passiert ist, Garfort, Panzerwagen und Kosaken, wie die angreifen, ne?
Und da könnt ihr dann eure eigenen Sachen mitmachen. Ihr könnt euch daran orientieren. Das sind halt, wie gesagt, Tipps, Tricks, wenn ihr da Bock drauf habt. Also, es ist eine pickepackevolle Box. Kann man hier schon so ein bisschen kaputt gegangen, ist nicht schlimm. Einfach weil da so viel drin ist. Ja, und hier sind nochmal andere größere Karten, russisches Wörterbuch. Auch dick ohne Ende. Tabakwaren könnt ihr da sehen. Das ist eine Pistole, die könnt ihr auch dann einsammeln. Na, also alles, was ihr hier seht, ne, das sind auch alles. Ihr könnt auch dann hier einmal durchmischen, ne, zack, zack, zack. Und dann sagst du irgendwie, ja, okay, dann zieh mal eine Karte. Und Spielkarten. Und ja, dann fragst du irgendwie, ja, was hat denn der Typ, den ich gerade jetzt erschossen habe, was hat der an Loot? Und dann sagst du hier, alles klar, der hat Spielkarten, kannst du haben, viel Spaß. Das ist die Box. Freude schöner Götterfunken. Riesig, gigantisch groß. Aber wir sind noch nicht fertig. Warte, warte, warte. Ich mach das gleich alles ordentlich. Ich habe noch was dazu bekommen. Und zwar eine Feldzeitung. Dachsbecker Feldblatt. Die Kompanie von denen heißt so. Das KUK Infanterieregiment Albrecht Ritter von Dachsbeck 208. Also da wurde eine eigene Zeitung kreiert vom April 1917. Auch das ist mit dabei. Regiment verlegt und Frieden im Osten. Könnt ihr dann euren Spielern austeilen. Noch mehr Karten. Noch mehr Karten. Feuerzeug. Kolibri-Pistole. Wieder dieses merkwürdige Symbol. Spielleiter Power-Up. Wow. Das Verwendung des Dachsbecker Feldblatts, ne, so wie man das benutzen kann, steht dann da drin. Dann haben wir hier noch weitere NPCs oder Spielercharaktere, allesamt mit Bild. Wenn ihr da also irgendwie noch neue Sachen braucht, es sind echt viele dabei. Honey Hopp, Kraftwagenfahrerin aus Oklahoma, später Wien, jüdisch-christlicher Glaubensmix. Und dann eben auch alle zum Aufklappen. Alle mit Hintergrund, den könnt ihr benutzen. Müsst ihr nicht benutzen, war nur so eine Idee. Und, ich hatte es ja schon einmal gesagt, der Spielleiterschirm, da wackelt die Kamera, Spielleiterschirm zum Aufklappen, auch aus harter Pappe, gar nicht so hoch, also wenn ihr euch das mal anguckt, im Vergleich dann zu den anderen Bögen, den Stanzbögen in DIN A4, so dass man dann eben auch dann aufstellen kann und selber noch drüber gucken kann. Wie gesagt, harter Stanzbogen. Und damit war's das. Richtig viel drin. Also, ich habe jetzt die ganzen Item-Cards nicht ausgepackt, so, ne? Aber wenn ihr da mal stöbern wollt, ihr werdet da richtig Bock drauf haben, wenn ihr das euch so anguckt. Alleine mit diesen Karten und dann, wenn ihr dann die Spielercharaktere habt. Also, ich kann es nur empfehlen, für das Geld habt ihr so eine Box noch nicht bekommen. Wie gesagt, ich habe schon eine ganze Menge Boxen hier. Die sind viel, mit viel Pappe vollgestopft. Hier ist die Pappe einfach ein Qualitätsmarker, sag ich mal. Nicht um irgendwie ja, die Luft aus dem Karton zu nehmen, sondern vielmehr um das Produkt qualitativ hochwertiger zu machen. Richtig viel drin, Freunde. Ja, dann war das so ein erster Einblick in die Donnerhaus-Box. Ich bin jetzt gleich dabei, diese ganzen Stanzkarten fertig zu machen. Dann kann ich das da reinsortieren. Und ja, wie gesagt, hier habt ihr dann verschiedene Esel. Habt ihr einen Eselführer dabei? Oder ihr könnt einen Eselführer dabei haben. Und der könnte dann euer Inventar vergrößern. Da könnt ihr dann die Karten drauflegen. Scherenhammer. Kosacke. Genau. Das nur so ein kleiner Überblick über die Freude schöner Götterfunken. Schaut mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. So ein kleines Unboxing. Wie gesagt, ihr habt einen Bruchteil gesehen. Donnerhaus.eu, den Shop. Ja, und da hoffe ich euch, das Video hat euch gefallen. So ein kleines Unboxing, wie gesagt. Und wenn ich mehr machen soll, dann ja, mache ich das. Ich habe jetzt, wie gesagt, so ein tolles Kamerastativ. Und dann stelle ich mich hier in den Keller hin und dann mache ich das mit euch. Ja, gut, soviel von mir. Bis dann. Ciao. Viel Spaß.